Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie zur neuen Episode des Formats Bergische Macher begrüßen zu dürfen. Es ist die inzwischen 21. Folge des Wirtschaftspodcasts von Solinger Tageblatt und Remscheider Generalanzeiger. Mein Name ist Manuel Böhnke, ich bin Wirtschaftsredakteur beim Solinger Tageblatt und treffe mich in diesem Format im Wechsel mit meinem RGA-Kollegen Sven Schlickowey mit spannenden Persönlichkeiten der bergischen Wirtschaft. Das heutige Gespräch findet an einem ganz besonderen Ort statt. Die Firma, bei der ich zu Gast bin, existiert seit dem 27. Juli 1897. Vor mehr als 125 Jahren haben sich Rudolf Kronberg und Karl Prinz entschieden, in der Klingenstadt nicht etwa Schneidwaren herzustellen, sondern geschweißt und nahtlose Präzisionsrohre für Fahrräder und Autos. Sie gaben ihrem Unternehmen einen Namen, der bis heute fest in den Köpfen der Solinger verankert ist: Kronprinz. Heute gehört der Betrieb zum amerikanischen Unternehmen Accurate Wheels, ist aber weiterhin auf die Produktion von LKW-Stahlrädern spezialisiert. Ein spannendes Feld und eine spannende Gesprächspartnerin. Mich empfängt heute Jessica Frisch, die erste weibliche Werksleitung in der Firmengeschichte von Kronprinz bzw. Accurate. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Danke fürs Kommen. Frau Frisch, es ist Tradition in unserem Podcast, dass ich unsere Gäste ganz kurz vorstelle, bevor es losgeht. Mhm. So ein paar Eckdaten, und wenn ich was falsch mache, dann sofort dazwischen gehen und mich gerne verbessern. Ja. Sie sind gebürtige Solingerin und haben sich nach ihrer Schulzeit für eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Kronprinz entschieden. Nach der Lehre haben Sie unterschiedliche Positionen im Unternehmen bekleidet. Unter anderem waren Sie im Bereich Umwelt- und Energiemanagement tätig, haben sich um Qualitätsmanagement gekümmert, und parallel dazu ließen Sie sich zunächst zur Betriebswirtin weiterbilden und haben dann einen Bachelor of Arts in Business Administration abgeschlossen. Und am 1. Januar dieses Jahres haben Sie von Ihrem Vorgänger Markus Ley die Werksleitung übernommen. Und jetzt hoffe ich, dass das alles soweit richtig war. Richtig. Frau Frisch, ich würde zu Beginn ganz gerne so ein bisschen auf Ihre Karriere schauen, weil die ist, glaube ich, so verlaufen, wie sich das viele Unternehmen vorstellen. Man bildet einen jungen Menschen aus und der steigt dann im Unternehmen auf und bekleidet dann irgendwann eine Führungsposition. Man bekommt fast den Eindruck, als wäre das auch so ein bisschen Ihr Plan gewesen. War das so oder war das alles so ein bisschen zufällig, wie sich das entwickelt hat? Also es war eigentlich nie mein Plan. Tatsächlich war das mehr oder weniger, ich will nicht sagen Zufall. Also ich war schon immer super fleißig, habe immer super viel gearbeitet und war super wissbegierig und wollte immer mehr vom Leben haben und auch von der Arbeit und habe halt immer über den Tellerrand hinausgeschaut. Also ich würde nicht sagen, dass das Zufall war, sondern mehr oder weniger Glück und auch eigenverdient. Was hat damals überhaupt den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ich mache eine Lehre bei Kronprinz? Also mein Vater hat damals bei Kronprinz gearbeitet und auch meine Onkels, mein Cousin hat damals eine Ausbildung hier gemacht. Und ja, während des Abis, weiß ich noch, war es damals sehr schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden, zu meiner Zeit damals. Ganz anders 2009, als heute. Ja. Genau, also heutzutage suchen wir eher nach passenden Auszubildenden. Und damals war es so, dass man wirklich viele Bewerbungen abschicken musste. Und bei Kronprinz oder jetzt bei der Firma Accurate ist nach wie vor der Vorteil, dass wir gerade Bewerbungen von Familienmitgliedern bevorzugt einladen zum Vorstellungsgespräch. Das handhaben wir immer noch so. Und so wurde ich damals eingeladen und habe damals einen Ausbildungsplatz gekriegt. Das habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, dass das auch üblich ist, dass teilweise schon die Großeltern bei Kronprinz gearbeitet haben. Warum machen Sie das mit dem bevorzugten Einladen von Familienmitgliedern? Weil ich schon finde, dass Vitamin B, wenn man das so nennen darf, auch wichtig ist, und im Grunde genommen macht es ja jeder im Leben. Und jede Firma handhabt das so, und warum sollten wir das nicht so machen? Und es ist ja auch so, dass viele Mitarbeiter hier seit vielen, vielen Jahren arbeiten, treue Mitarbeiter sind, und warum sollte man die nicht so wertschätzen, indem man deren Kinder einlädt. Wolfgang Grupp, der Chef von Trigema, dem Modeunternehmen, der sagt immer, ja, wenn ich jetzt den Sohn von jemandem einlade, dann bin ich mir sicher, dass er sich benimmt, weil sonst hat der Vater auch Probleme. Ja, und genau so ist das in der Regel auch. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Ja. Wie hat sich das denn letztendlich ergeben, dass Sie jetzt in der Position sind, in der Sie sind? Das fing eigentlich damit an, dass mein damaliger Chef, Markus Ley, der hat vor, ich glaube, 3,5 Jahren hat er hier angefangen. Und damals war ich noch für die Qualitätsabteilung zuständig, und der war damals halt auf der Suche nach einem neuen Produktionsleiter, und der hat mich damals angesprochen, sagte, hätte halt genau die Eigenschaften, die er von der Produktionsleitung erwartet. Ich war damals aber ein bisschen, nicht verunsichert, aber dadurch, dass ich halt kein Ingenieur habe oder sonst irgendwas in die technische Richtung studiert habe, hat er mir aber damals gesagt, im Grunde genommen geht es nicht darum, dass man alles selber weiß, sondern man muss halt die vernünftigen Leute am vernünftigen Fleck haben und muss sich auf die verlassen können. Und da damals
das Produktionsteam soweit gut aufgestellt war, brauchte eigentlich nur eine Macherin, die halt alle Fäden zieht und halt die Kontrolle über alles hat. Und er war damals halt der Meinung, dass ich die Richtige bin, hat mich dann für den Posten ausgewählt. Und das war auch eine der schönsten Zeiten meiner beruflichen Laufbahn in der Produktion. Also das habe ich insgesamt 3 Jahre gemacht und es war wirklich super. Ja, als er dann sich halt entschieden hat zu gehen, hat er mich dann angesprochen und sagte, ich müsste seine Nachfolgerin werden und das Werk übernehmen, weil ich halt vom Typ her genauso bin wie er und halt weiß, worauf es ankommt. Und er hat mir halt auch immer wieder gesagt, dass ich eine junge Frau bin und dass ich so eine Chance nie wieder im Leben kriege und ja, dass ich es machen sollte. Und dadurch, ja, und das Problem war damals noch, dass ich halt super gerne an der Produktion gearbeitet habe und auf der einen Seite ungern aufgeben wollte, was mir so viel Spaß macht, aber auf der anderen Seite wusste ich halt, dass ich halt immer noch mit der Produktion zusammenarbeite. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, das zu machen. Kann man da vielleicht ganz kurz skizzieren, was die Unterschiede sind zwischen der Produktionsleitung und der Werksleitung insgesamt? Ja, also in der Produktion geht es hauptsächlich darum, dass man verschiedene Fertigungslinien hat, verschiedene Bereiche und im Grunde genommen muss man halt am Ende des Tages eine bestimmte Schichtausbringung erzielen. Mit Schrott, Nacharbeit etc. Die Hauptaufgabe. Und als Werksleiterin hat man zum einen die Produktion unter sich, den Werkzeugbau, die Instandhaltung, Qualität, Personal. Also man hat wirklich alle Abteilungen unter sich und muss die halt dann steuern und koordinieren. Okay, das heißt mehr so dieses Koordinieren als Schwerpunkt dieser ganzen Abteilung. Richtig. Es gibt auf Ihrem LinkedIn-Profil ein witziges Foto, also witzig, wie ich finde. Da sieht man Sie den Hinterkopf quasi fotografiert und Sie sehen aus wie eine Dirigentin, weil und Ihr Orchester sozusagen Bild. 20 bis 30 Produktionsmitarbeiter, Jungs, die hier anpacken im Werk. Ja. War das ein Thema, dass Sie als junge Frau dann auf einmal für diese, ich denke mir in der Produktion, die Mitarbeiter sind fast alle männlich. Ja, war das ein Thema, dass Sie als junge Frau da jetzt das Sagen haben? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss auch sagen, die sind alle super respektvoll. Ich komme super gut mit Männern klar. Ich sage auch immer, es ist einfacher mit Männern zu arbeiten wie mit Frauen, weil die dann doch meist ein bisschen unsensibler sind. Und die sind wirklich alle top. Also ich kann kein Mal davon berichten, dass die sich irgendwie nicht an eine Anweisung gehalten haben oder so, sondern für die war das direkt klar, dass ich halt jetzt die Anweisung gebe und die auch umsetzen. Und ich sage auch immer spaßhalber, in ganz viel Tiervölkern wie bei den Bienen oder bei den Ameisen sind das ja auch mal meist Frauen, die dann ganz oben das Volk dann regieren. Ja. Also sie quasi als Bienenkönigin sozusagen. Ja, genau. Glauben Sie, dass dabei auch ein bisschen geholfen hat, dass Sie eben ein Kronprinz-Eigewächs sind, also quasi so ein bisschen eine von uns sozusagen? Ja, vielleicht, weil man mich schon kannte und ich halt schon immer präsent war, auch in den anderen Abteilungen, dadurch Berührungspunkte hatte, aber im Grunde genommen glaube ich tatsächlich, dass wir so gut aufgestellt sind, dass wirklich jeder respektiert werden würde, ja. Als Wirtschaftsredakteur bin ich in Kontakt mit vielen Unternehmen und wenn ich da reinkomme, dann ist es tatsächlich meistens so, dass gerade in der Industrie Männer da das Sagen haben, als Geschäftsführer, Inhaber, wie auch immer. Was glauben Sie, woran das liegt? Ist es, dass Frauen in Führungspositionen gerade in der Industrie immer noch so ein bisschen unterrepräsentiert sind? Also ich denke zum einen, dass das an alten Strukturen liegt und dass die Frau in der Regel immer noch so als Familienoberhaupt gesehen wird, die eventuell zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert oder eventuell schwanger werden könnte. Ich würde jetzt gerne eine kurze Rubrik einfügen. Ich habe Ihnen die Fragen extra nicht vorher geschickt, weil das die Idee ist, dass es so ein bisschen spontan kommt. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie eine vorige Folge mal reingehört. Das sind nämlich unsere 10 Fragen. Die stelle ich allen Gästen. Es sind immer dieselben 10 Fragen. Tut auch gar nichts weh, ist auch gar nichts Schlimmes. Und ich würde Sie jeweils um eine schnelle Antwort bitten. Okay. Worauf kann man als Bergische stolz sein? Auf jeden Fall auf unsere Klingenstadt hier in Solingen. Wir haben Schloss Burg, wir sind ja schnell im Grün. Also ich finde tatsächlich, man ist ja schnell in der City und wir haben auf jeden Fall auch Historie. Was ist für Sie der höchste kulinarische Genuss? Sauerbraten. Was können Sie besser als die meisten anderen Menschen? Mehrere Sachen gleichzeitig tun.
Ihr Lieblingsplatz in Solingen oder im Bergischen Land allgemein? Sengbachtalsperre. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Von Sido. Ja. Mit wem würden Sie gerne mal für einen Tag das Leben tauschen? Gute Frage. Mit irgendeinem reichen Menschen, der, weiß ich nicht, irgendwo auf den Malediven liegt oder ja, irgendwo in der Südsee. Wie würden Sie einen typisch Bergischen in 3 Worten charakterisieren? Schroff, ehrlich, ja, und herzlich. Was ist für Sie der angenehmste Zeitvertreib? Wandern gehen. Was würden Sie als Oberbürgermeister von Solingen als erstes anpacken? Ich würde versuchen, die Stadt ein bisschen hübscher zu gestalten. Welchen heimlichen Traum hegen Sie schon seit längerem? Einen Halbmarathon zu laufen. Trainieren Sie schon dafür? Habe ich immer regelmäßig, aber tatsächlich seit einem Jahr oder so gehe ich lieber wandern. Hm. Aber trotzdem wollte ich halt immer, also ich bin halt immer inoffizielle Halbmarathons gelaufen, aber nie offiziell. Und ja, das wäre noch so ein Traum von mir. Ich weiß nicht, ob ich es verraten darf. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Sie zuletzt den Jakobsweg gegangen sind. Mhm. Wandern, ist das wichtig für Sie, um Ausgleich zu haben zu dem Job hier? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da nicht gegangen, sondern ich habe das mit dem Fahrrad gemacht. Tatsächlich, weil fürs Wandern braucht man um die 3 bis 4 Monate. Und ich wollte das halt unbedingt machen. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Und als ich meinen Freund kennengelernt habe, hat er mir damals auch gesagt, er würde gerne Jakobsweg machen. Und ich halt auch. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass es uns zusammen machen, ja. Und das war echt super. Und ist es dann erholsam oder ist es eher anstrengend, weil man auch so wahnsinnig viel dann nachdenken muss? Beim Wandern? Ja, beim Fahrradfahren, man hatte ja... Also tatsächlich war es super anstrengend. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass das so anstrengend ist. Da waren auch super viel ältere Menschen dabei. Nur regulär macht man das halt nicht mit dem E-Bike, sondern mit einem ganz normalen Fahrrad, damit man... Man hat ja einen Pilgerpass dabei und sammelt dann bei den verschiedenen Herbergen Stempel. Die kriegt man auch nur, wenn man mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist. Und damals, mein Pfarrer hier aus Solingen, aus der Kirche, hat den damals auch mit dem Fahrrad gemacht. Und der war aber über 60. Deswegen dachte ich, okay, wenn der das schafft, schaffst du das auch. Aber es war super anstrengend. Aber es war toll, den Kopf auch mal frei zu kriegen. Und man merkt auch richtig, obwohl man wirklich nur auf dem Fahrrad ist und sich auch gar nicht unterhalten kann, wie viel man im Kopf hat. Also wie viel dann auch am Ende der Reise irgendwie ausgewaschen war. Und wenn Sie nicht gerade den Jakobsweg mit dem Fahrrad befahren, wandern Sie dann so Riesentouren? Ja, ich habe auch schon mal eine Tour komplett um Solingen gemacht. Der Bergische Weg ist das dann, glaube ich, oder? Ich habe den ein bisschen abgewandelt, ja, weil ich wirklich komplett einmal um Solingen rum wollte. Und da habe ich 50 Kilometer an einem Tag gemacht. Und das war auch super. Also am Ende des Tages schmerzen zwar die Füße, aber man weiß auf jeden Fall, was man getan hat. Und ich finde wirklich, deswegen sage ich ja, das Schöne an Solingen ist oder generell am Bergischen Land, man ist halt schnell überall im Grün und ich habe es tatsächlich geschafft, mit Komoot mir eine Tour zusammen zu erstellen, wo ich halt relativ wenig Straße gehe oder gegangen bin. Ja, sehr schön, das kommt auch immer wieder die Antwort, dass man so schnell im Grün ist und das ist auch wirklich so. Man ist irgendwie auf der Höhe, geht zwischen 2 Familienhäusern irgendwo rein und auf einmal steht man mitten im Wald, ja, und dann wundert man sich fast. Sie sind schon lange Jahre bei Kronprinz bzw. Accurite beschäftigt und Accurite hat hier 2018... ja, das Unternehmen, genau, übernommen von Metro Wheels und das war damals, glaube ich, schon eine eher unruhige Zeit, weil man auch nicht wusste, was passiert jetzt, ja, hier, was gibt's Neues, wird Personal abgebaut. Mhm. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Also ich muss sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass wir so viele kritisch hingeguckt haben oder sich Sorgen gemacht haben. Ich muss sagen, das war eins der besten Dinge, die uns hier dem Standort passieren konnten. Hier wurde so viel an Millionen Euro investiert, hier im Standort. Wir haben neue Fertigungslinien. Hier wird super viel auch in den Mensch investiert. Deswegen war das wirklich ein Glücksgriff für uns. Sie haben gerade die Fertigungslinien angesprochen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Stahlräder, als wäre das so vollkommen klar. Und wenn man das auf so einem Auto sieht dann oder auf einem LKW, dann denkt man auch nicht drüber nach. Das ist halt ein Rad. Richtig. Können Sie vielleicht für die Laien einfach erklären, wie so ein Rad eigentlich gefertigt wird? Ja, kein Problem. Also wir haben verschiedene Fertigungslinien und ein Rad besteht aus einer Felge, wo der Reifen später drauf sitzt und einer Radschüssel. So, und Felge und Radschüssel, die werden bei unseren Fertigungslinien gefertigt. Wir haben da mehrere Linien für.
Die Felge wird im Grunde genommen einfach vom Coil abgehaspelt. Also wir haben dann quasi eine Platine, die wird gerundet, wird geschweißt, längs entgratet, voraufgeweitet, profiliert. Dann haben wir ja quasi das fertige Zwischenprodukt. Und bei der Schüssel ist das eigentlich auch nur eine Platine, die ausgestanzt wird, fließgedrückt wird, die Handlöcher ausgestanzt werden. Und dann findet halt im Zusammenbau die Hochzeit statt, wo Felge und Schüssel miteinander verheiratet werden, verschweißt werden und die gehen dann bei uns durch eine KTL-Grundierung, durch eine Lackanlage, wo wir einen Wasserlack verwenden. Und dann haben wir theoretisch das fertige Endprodukt. Ja. Und davon werden ganz schön viele gemacht. Wir haben im Vorgespräch gesprochen, genaue Zahlen nennen Sie nicht, aber wir haben in der Vergangenheit über Größenordnungen berichtet von 2 Millionen, teilweise ein bisschen mehr. Ja. Also eine ganze Menge. Stimmt das, dass in Europa oder sogar weltweit jeder zweite LKW mit Felgen fährt, die hier, oder mit Rädern fährt, die hier? Genau, ist richtig. Also jedes zweite Rad auf der Straße ist ein Rad von Accurate. Auch Accurate Solingen oder der ganzen Company? LKWs von uns aus Solingen, ja. Also tatsächlich. Jedes zweite. Ja. Ich kann es kaum glauben. Das ist auch immer so eine Krankheit von uns Accuratelern. Wenn wir irgendwo auf dem Rastplatz sind oder im Stau stehen, dann gucken wir uns dann auch mal die Felgen, also sogenannten Felgen, dann auf der Straße an. Okay, ja. Und das erkennt man sofort, weil da irgendwas... Genau, wir haben eine Accurate-Stempelung, also das heißt, von außen kann man direkt erkennen, dass es in Solingen produziert wurde und auch von der Firma Accurate kommt. Das muss man vielleicht einmal ganz grundsätzlich erklären. Es gab das Unternehmen Kronprinz früher und das hat sich dann in der Zeit unterschiedlich entwickelt. 2001 wurde die Alurad-Sparte ausgegliedert, das ist dann Borbet, war hier am Standort, wurde geschlossen Ende des Jahres. Ja. Dann gibt es Accurate Stahlräder und da hat dann Anfang 2021 dann nochmal ein Cut stattgefunden, dass sie keine Pkw-Räder mehr produzieren, sondern nur Lkw-Räder. Genau, die Pkw-Radproduktion haben wir an unser Schwesterwerk in Frankreich abgegeben, die auch schon Pkw-Räder gefertigt haben und wir haben uns dann nur auf Lkw-Räder spezialisiert. Und wie läuft das Geschäft im Moment? Weil man hört ja aus der Wirtschaft, in vielen Bereichen, gerade in der Industrie, ist die Stimmung eher schlecht. Also aktuell läuft es super. Wir können uns vor Aufträgen nicht retten tatsächlich. Aber fürs nächste Jahr, aber das kann man auch überall nachlesen, ist die Wirtschaft auf jeden Fall ein bisschen rückläufig. Ja. Woran liegt es, dass es im Moment so gut läuft? Weil immer mehr Leute im Internet bestellen und die Sachen von A nach B kommen müssen? Ja, das ist auch so unsere Hauptvermutung in Anführungsstrichen, dass es wirklich am Internet liegt. Ich würde jetzt vielleicht eine Frage einschieben. Ich weiß nicht, ob Sie die Folge davor eventuell gehört haben. Auch da wollte ich, dass Sie sich nicht darauf vorbereiten, weil die Frage kommt nämlich nicht von mir, sondern von Timotheus Höttges. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom. Der war in dem Podcast davor zu Gast. Okay. Und wir haben hier das kleine Ritual, dass der Gast der aktuellen Folge dem Gast der nächsten Folge unbekannterweise eine Frage stellen darf. Oh mein Gott. Und er wusste nicht, dass Sie es sein würden. Okay. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt selber noch nicht. Und Timotheus Höttges fragt: Wie schaffen wir es, als Deutsche mit höherem Optimismus in die Zukunft zu schauen? Also ich denke, dass wir gerade als Deutsche, wir haben echt super Know-how, also was unsere Produkte angeht. Ich denke, das A und O ist wirklich kosteneffizient zu produzieren. Und ich denke, wir müssen einfach stolz darauf sein, was wir für Produkte herstellen und auch mit welchem Know-how und auch in welcher Qualität auf jeden Fall. Sie haben gerade das Thema Kosteneffizienz angesprochen. Mhm. Wenn man sich im internationalen Vergleich die Personalkosten anschaut, dann sind die in Deutschland vergleichsweise hoch. Mhm. Wie gelingt das trotzdem an so einem Standort wie hier? Ich glaube, es sind in der Produktion 330. Tatsächlich zu Höchstzeiten 240. Okay, ja. 240 Leute in der Produktion. Genau. Wie gelingt es trotzdem, konkurrenzfähig zu sein? Das geht wirklich nur, indem wir uns durch die Qualität abheben. Viele kaufen unsere Räder auch, gerade im Handelsbereich, weil wir die halt in Deutschland herstellen und die auch mit Made in Germany stempeln. Und ich denke, das ist der einzige Weg, dass wir halt immer wieder an Innovationen arbeiten, eine gute Qualität fertigen und niemals stehen bleiben. Gibt es da tatsächlich so große Qualitätsunterschiede zwischen Rädern, die in Deutschland gefertigt werden und welchen, die in Nordafrika? Auf jeden Fall, ja. Also das ist der Wahnsinn. Wir haben letztens erst noch Räder aus Asien gesehen oder aus der Türkei und die kann man vom Qualitätsstandard überhaupt nicht vergleichen. Die würden wir hier direkt verschrotten. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Unsere Räder sehen wirklich aus wie
wie Bilderbuchräder, würde ich sagen. Und ich glaube auch wahnsinnig wenig Ausschuss sozusagen. Ja, also, auf jeden Fall, ja. Jetzt haben Sie gerade noch das Thema Innovation angesprochen. Mhm. Auch da, es gibt ja, man kann das Rad nicht neu erfinden, ja. den Spruch, aber man kann offensichtlich trotzdem Innovation. Auf jeden Fall. Nachhaltigkeit wird bei uns halt immer wichtiger und wir arbeiten momentan mit der Firma ThyssenKrupp zusammen und haben seit 2022 auch bereits Blumenstahl verarbeitet. Das ist Material, was mit 57% weniger Emissionen hergestellt wird und das ist halt die Zukunft. Also für die Zukunft werden die Kunden auch, ich meine, wird es halt überall wichtiger, dass man CO2 einspart und deswegen gehen wir jetzt auch schon proaktiv auf unsere Kunden zu und bieten denen halt auch dieses CO2-arme Stahlrad an. Das heißt, im Moment fragen die Kunden das noch nicht so an, aber sie antizipieren das quasi, dass das kommen wird. Ja, und genau, machen auf jeden das. Fall. Also das Hauptproblem ist, dass unsere Kunden halt auch mal aufs Geld gucken und CO2-Einsparung kostet. Und aktuell sind die noch nicht bereit, diesen Mehrwert zu zahlen. Aber gut, da müssen wir mal drauf gucken, was der Bund oder die Regierung oder in welche Richtung es auf jeden Fall geht. Wenn es dann später irgendwelche Forderungen gibt, spätestens da muss auf jeden Fall überprüft werden, wo CO2 eingespart werden kann. Also das wird schon so sein, dass das in Zukunft darauf hinauslaufen wird, dass auch immer mehr Modelle mit CO2, auf jeden mit weniger Fall. CO2 ja, produziert werden. Auf jeden werden. Fall, richtig. Was unternehmen Sie hier noch am Standort? Weil die Industrie hat ja schon einen Ruf, so ein bisschen der Klimakiller zu sein. Andererseits ist natürlich logisch, wenn keine Sachen produziert werden, gibt es keine Arbeitsplätze, keine Wertschöpfung. Deswegen muss ja aber, was unternehmen Sie hier am Standort noch, um dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen? Also wir haben bei uns ein Energiemanagementsystem und schon alleine, sage ich jetzt mal, wegen der Zertifizierung müssen wir halt immer wieder Nachweise erbringen, wo wir Energie einsparen und es fängt halt bei den Kleinigkeiten an, LED-Beleuchtung, da haben wir uns komplett in der ganzen Produktion jetzt umgerüstet auf die neueste Beleuchtungstechnik. Damit sparen wir jede Menge ein. Das heißt, man geht durch die Hallen durch und je nach Bereich wird es dann heller oder dunkelt es sich automatisch ab. Ist halt ein kluges System. Dann versuchen wir natürlich, unsere Abwärme zu nutzen in den Öfen und überprüfen halt generell, wo verbrauchen wir wie viel Energie, wo kann man neue Motoren einbauen oder einsetzen, die halt geringeren Energieverbrauch haben. Also wir gucken uns wirklich jeden Kostenträger an. Und das Verrückte ist ja, dass das ja für Unternehmen im Moment nicht die einzige Herausforderung ist, die so neben dem Tagesgeschäft läuft. Wir reden über Digitalisierung, über genau. Automatisierung, ja. über andere Produkte durch Elektromobilität. Was ist im Moment das Thema, das Sie am meisten umtreibt hier vor Ort? Also tatsächlich war es bis vor kurzem Energie, weil aufgrund des Ukraine-Konflikts waren wir halt alle gezwungen, Energiekosten zu senken. Aktuell ist es tatsächlich auch Sustainability, weil das auch von unseren Kunden gefordert wird, dass man halt guckt, wo kann man CO2 einsparen und das ist so aktuell unser Hauptthema. Sie sind auch als Unternehmen Teil des Transformationsnetzwerks Treiber NRW. Genau. An dem unter anderem der Arbeitgeberverband beteiligt ist, die Gewerkschaften, drei Universitäten sind eingebunden. Ja. Welche Rolle übernehmen Sie da als Unternehmen? Ja, wir hatten da Glück. Wir wurden vom Arbeitgeberverband vor ungefähr 2 Monaten zu der Auftaktveranstaltung eingeladen und haben uns dann beworben. Und da kam der Herr Malzahn von der Uni Wuppertal vorbei und jemand vom Arbeitgeberverband. Wir haben halt sind halt mit ins Programm eingestiegen und versuchen halt mit den, keine Förderung zu kriegen, aber zumindest mit der Uni gemeinsam zu überprüfen. Wir sind auch aktuell mittendrin, deswegen wir überprüfen gerade, wo die Uni uns hier bei welchen Problemen unterstützen kann. Ganz zu Beginn unseres Gesprächs haben wir über das Thema Nachwuchskräfte gesprochen. Mhm. Sie sind ein Kronprinz-Eigengewächs. Es gibt viele hier, die seit Generationen hier arbeiten. Wie sieht es im Moment aus? Kriegen Sie noch die jungen Fachkräfte, die Sie brauchen? Also tatsächlich, was Ausbildungsplätze angeht, das ist wirklich super schwierig geworden. Wir haben letztes Jahr 4 Ausbildungsplätze frei gehabt, hatten aber nur 3 Bewerber tatsächlich. Also es ist sehr, ich will nicht sagen dramatisch geworden, aber es hat sich schon sehr verändert zu meiner Ausbildungszeit damals. Facharbeiter kriegen wir nach wie vor. Ich muss auch sagen, dadurch, dass die Firma Borbet Insolvenz angemeldet hat, konnten wir sehr viele Facharbeiter übernehmen. Und es gibt auch immer wieder Mitarbeiter, die damals gewechselt sind, aus welchen Gründen auch immer, und dann wieder zurückgekommen sind. Also Facharbeitermangel haben wir auf jeden Fall nicht.
Wie, aber trotzdem müssen Unternehmen ja was tun, weil der Wettbewerb immer härter wird, dass man attraktiver Arbeitgeber ist und bleibt. Und gerade die Industrie hat den Ruf, ist schmutzig, muss schwer heben, irgendwie ist auch anstrengend, Schichtsystem und sowas. Mhm. Wie bleibt man da attraktiv für die Menschen? Also zum einen bieten wir relativ viele Benefits für unsere Kollegen an. Wir zahlen nach Tarif der IG Metall. Wir haben einen eigenen Caterer, also eine eigene Kantine. Wir haben ein Werksatzzentrum und wir machen schon relativ viel für unsere Mitarbeiter. Und damit gelingt es offensichtlich zumindest die Facharbeiter, die sie haben, zu halten. Auf jeden Fall. Wieder. Und wir haben auch ein sehr familiäres Verhältnis hier. Also ich finde, wir haben relativ gute Arbeitszeiten. Und dadurch kommt halt jeder gerne arbeiten. Sie sind aber schon noch im Schichtsystem hier im Moment. Ja, richtig. Genau. Also aktuell fahren wir noch Conti, wechseln jetzt aber zeitnah wieder einen ganz normalen Dreischichtbetrieb. Und das hat natürlich auch für die Mitarbeiter den Vorteil, dass sie das Wochenende dann wieder für ihre Familien haben. Conti ist 24 Stunden an 7 Tagen die Woche. Richtig, ja. Im Moment ist die Situation bei Accurate gut, das haben wir gehört hier in Solingen. Das Werk ist gut aufgestellt, die Auslastung ist gut. Wohin soll es gehen fürs Unternehmen? Also es soll auf jeden Fall so weitergehen. Wir hoffen natürlich auch, dass wir immer mehr Aufträge kriegen, weiter wachsen. In den letzten Jahren wurde ja auch super viel investiert, gerade hier in den Standort Solingen. Und das wollen wir natürlich auch nutzen und unsere Marktanteile immer weiter erhöhen. Das heißt, wenn man demnächst in den Urlaub fährt oder sonst wohin und dann auf dem Rastplatz steht, dann lohnt sich ein Blick auf die Räder von LKW. Bevor ich Sie entlasse sozusagen, hätte ich noch eine Bitte an Sie. Sie haben gerade eben eine Frage von Timotheus Höttges beantwortet. Und jetzt würde ich Sie auch bitten, eine Frage an den nächsten Gast zu stellen. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Mich würde interessieren, was der größte berufliche Erfolg war oder ist. Sehr gut, das gibt sicher Anlass für eine spannende Antwort. Ich bedanke mich für die interessante halbe Stunde, liebe Jessica Frisch. Viel Erfolg weiterhin und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch.